Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield Hardline mit mir, dem Alex. Ja, und wir sind hier weiter am bisschen Beweise suchen. Haben da irgendwie draußen hier noch welche. Wollen ja auch ein bisschen was an Beweisen sammeln. Und dann machen wir jetzt mal gerade. Papierkram, wo? Ach hier, das meinen die. Okay, können wir natürlich auch jetzt wieder kurz angucken. Mit Messer befestigter Zettel. Abspielen. Zum Springer schuldet Nels auch Geld. Nels hat also noch mehr Feinde. Gut zu wissen. Okay, das ist wirklich gut zu wissen. Wir haben hier sogar 4 Beweismittel, das heißt, wir werden hier auch ein bisschen absuchen. Alter, was ist denn hier? Achso, das suchen wir genau. Vor 2010 entnommene Proben deuten auf sinkende Giftwerte hin. Seit 2010 entnommene Proben weisen Giftwerte unterhalb der Grenzwerte auf. Es gab also eine Art Chemieunfall, aber seit mehr als einem Jahr liegt hier keine Gefahr mehr vor. Okay. Ach, für den 4. Beweis kriegen wir keine Dings, oder was? Keine, wie weit es entfernt ist. Nö. Was willst denn du hier? Okay, wir laufen also weiter hier durch. Ich meine, einer geilen Shotgun, die auch noch voll Munition hat. Okay, da sind ein paar Leute. Okay, 3 Leute. Mehr sehe ich jetzt erstmal nicht. Aber das wird schwer, die zu verhaften, wenn die auf einem Fleck hängen, was sie ja gerade tun. Das wird unmöglich, die zu überwältigen eigentlich. Ich meine, bis zu 3 Leute würde theoretisch gehen, aber in dem Moment, wo ich einen zu Boden reiße, werden die anderen anfangen rumzuschreien. Von daher. Ja, Alex, läuft bei dir. Läuft richtig hart bei mir, aber die sind richtig dumm und hören mich nicht. Erstmal auf dieses G und F gleichzeitig fickt immer so meine Hände. Halt! Die Hände hoch! Was? Ich hab den anderen im Visier. Alter, okay, dass das klappt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist richtig nice, dass wir so viele Verhaftungen hinkriegen, hätte ich nicht gedacht. Was ich mich bei dem Spiel mal ein bisschen frage ist, wie viele Handschellen hat der Typ dabei? Okay, das sind Kabel. Das sind Handschellen. Das sind nicht immer Kabelbinder, mit denen er die festmacht. Okay, nördlich. Läuft bei dem. Oh, Zwischensequenz. Wenn sie dann lebt. Und da sind wir schon da. Miami Aquatic Stadium. Okay. Da vorne ist irgendwas schon direkt drin. Okay, Kaliumzeug gefunden. Die ist aber ganz schön mutig beim Vorrennen. Okay, den einen da oben können wir direkt mal. Sehr gut. Unsere Marke ins Gesicht drücken, genau das, was ich wollte. Da unten sind nochmal 2.
Aber wo gehen wir jetzt taktisch hin? Gehen erstmal hier oben hin und markieren die beiden. Ich war als kleines Kind mal hier. Da drüben kam ein Boot mit einer Pyramide aus. Okay, aber sonst sind nirgendwo Leute hier, oder was? Doch, hier unten sind noch irgendwo welche hier. Hier sind überall welche. In dem Abstand. Die Sache ist, wo müssen wir hin? Wir müssen nicht alle aufwecken. Oder anscheinend doch schon. Na gut, wie machen wir es? Dann fangen wir von rechts nach links an, oder was? Okay, wir haben ihn. Der andere ist was mit Krücke in dem Moment kurz vorher weggelaufen. Die sind ziemlich nah aneinander. Aber das Schreien müsste normalerweise auch schon allein den Rest hier aufwecken. Das ist halt das, was mich immer so ein bisschen verwundert. Ich meine, wir schreien ja schon ganz schön laut Polizei rum. Von daher. So, den da vorne können wir uns auch noch holen. Ja, da oben steht aber auch jemand, der den bewacht. Heißt, wir sollten uns eigentlich erstmal den da oben... Oh, Alter, das ist gerade voll gefährlich. Alter, das ist gerade mega gefährlich, was wir machen. Aber wir sollten uns ja erstmal die paar Leute hier oben holen. Einfach aus dem Grund, dass unser Arsch nicht sicher ist. Und wir da Stück für Stück ein bisschen aufpassen müssen. Okay, hier ist aktuell noch keiner. Können wir hier unten drunter durchkriechen? Ah, komm. Nee, können wir nicht. Scheiße. Dim, dim, dim. Schade. Weißt du, ich muss hier so behindert runterlaufen, dann rüberlaufen. Okay, hier sind ein paar Leute. Kommt einer auf uns entgegen? Nee, ne? Doch, der kommt auf uns zu. Dann lauf mal uns vorbei, also mir vorbei, bitte. Macht er nicht. Da stehen ein paar Leute zu viel auf einem Fleck. Das ist mein Problem. Okay, wie kriegen es hin? Los, schnapp dir Nels! Gut, sorgen wir dafür, dass der Alarm nicht losgeht. Jo, hab ich. Nels, wer ist das? Ey, hast du einen Anwalt? Einen Kautionsagenten. Kannst du mir seinen Namen? Also, der hat's hinter sich! Bloß Verspätung. Polizei! Stehen bleiben! Hey, was soll das? Ich wäre zu 100%. Okay, wir haben ihn. Ich finde schön, dass die im Moment noch alle auf uns hören. Das ist auch sehr praktisch. Das sind aktuell 4 Leute. Problem ist, die beiden sind so nah beieinander. Das könnte wieder einen Massenexkurs ausarten, wenn ich jetzt hier einen ficke. Weil die sind alle so nah aneinander. So. Ja gut. Bisschen Schwund ist immer drin. Hier unten lang? Ja, hier unten lang. Oh, du bist ja schon hier, wie immer. Warum hat der immer seine Schwule andere? Nimm die Hände hoch!
kommen lassen. Ja. Mendoza, stimmt's? Schnauze! Ich hab's dort als Deal. Du hast kaputte Freunde, Mendoza. Halt, welcher Deal? Ich bin unsichtbar. Scheiße. Ich rufe den Heli. Der Kerl kommt nicht weit. Na, ich denke schon, dass er weit kommt, leider. Na gut. Werden wir jetzt sehen. Oh shit, da sehen wir den Heli. Hammer nice. Alter, was ist... Geiles Geil. Wir Rauch einsetzen. Ein Dreierteam geht rein. Ein Team bleibt hier draußen. Scharfschützen da und da. Oh, Stoddard hat hier wohl alles unter Kontrolle. Scheiß drauf. Wir waren zuerst da. Nick? Ja gut, scheiß auf das SEK oder was auch immer, wie das, wie die oder SWAT, wie das in der amerikanischen heißt, einfach selbst rein. War doch gar nicht zu still. Beschuss! Stoddard, wir gehen rein! Scheiß macht ihr! Vielleicht können uns deine Leute helfen! Ich hab ihn! Mendoza, zurück! Schon okay, Sergeant! Alter, okay, so hart aus einer... Ah, also muss immer sagen, zum Ende einer Episode übertreiben sie es immer. Vorher geht's immer klar und zum Ende einer Episode übertreiben sie es immer. Schon zum Ende von Episode 2 haben sie es übertrieben und zum Ende von Episode 3, wie es jetzt anscheinend scheint zu sein, ist anscheinend auch übertrieben. Es ist okay! Ja gut, ich habe von der Seite kassiert, das war nicht so geil. Ne, es ist wirklich am Ende jetzt schwer, muss ich sagen, wahrscheinlich. Ah ja gut, wir müssen erstmal den Helden spielen und reinrennen. Das ist natürlich total sinnvoll auch. Würde auch in echt jeder Polizist so machen. Der lebensmüde ist. Mendoza, zurück. Schon okay, Sarge. Hier drüben. Das ist doch... Es ist okay. Kai... Zum Teufel soll das? Das ist unser Fall, Stoddard. Weg da! Los! An alle Einheiten, auf weitere Anweisungen warten. Das war jetzt ja richtig schnubig, dass ich ihn nicht getroffen habe. Ich habe noch 3 Munition. Oh. Kann ich auch mal regenerieren? Nein, kann ich nicht. Ich sterbe lieber. Ich hab gedacht, ich könnte mal wieder ein bisschen so Leben zurückbekommen, aber habe ich dann irgendwie in der Situation nicht mehr. Ja, wie schön, der Ladescreen. Wir sehen ihn 1000 Mal, er macht immer wieder Spaß. So. Mendoza, zurück. Schon okay, Sergeant. Bitte für dich. Das ist doch... Es ist okay! Alter, okay, die Position, wo wir stehen, ist wohl nicht sicher. Ich habe jetzt lieber die Waffe genommen, weil sie ja auf etwas größere Distanz geht. Wie die ganze Zeit auf die Scheiße nur auf mich geht, weißt du? Meine Kollegin juckt die nicht. Wie viel sind denn das, ey? Die Tasche sauber! Die Treppe
könntet mir trotzdem helfen. Und ich könnte ein bisschen mehr Munition vertragen. Ja, erstmal nachladen. So, jetzt. Achtung, Verstärkung ist unterwegs. Okay, bringt mir alles nichts. Boah, Alter, nee, das ist echt mega schwer. Ich hoffe jetzt, das zählt als Save Point so zwischendrin, weil das ist echt mega schwer, auf einmal durchzumachen. Alle Junge, ohne Scheiß, was da abgeht. Wenn ich die ganze Zeit nur hin und her wechsle, und wenn ich das wieder ganz am Anfang anfangen muss, dann ist es wirklich demotivierend. Okay. Hey, hier. Von der Seite kommen die Schüsse, okay? Okay, jetzt ist vorbei. Ja, in der Runde war ich einfach schlecht. In der Situation gerade eben war ich einfach schlecht. Ja gut, das kann auch mal sein. Ich muss irgendwie versuchen, die umzulegen. Mit der mit der Shotgun ist es irgendwie die coolste Art und Weise, aber... Ja gut, ich habe verschiedene Varianten, jetzt probiere ich gerade mal durch und die Variante war wohl auch nicht gut. Also hinten taktisch zu warten ist nicht gut, voranzugreifen ist nicht gut, was ist denn überhaupt gut? Das ist so ein bisschen die Frage gerade, was für mich so die beste Taktik ist, aber... Ja. Achtung, Verstärkung ist unterwegs. Da ist er! Das Problem ist halt auch, ich kann das Visier nur auf einen halten. Und hier kommen teilweise Hunderte. Und irgendwie kriege ich mich nie richtig in Deckung. Das ist so ein bisschen mein Problem. Okay. Ich glaube, so ein bisschen taktisch ist das Beste. Ich treffe den doch die ganze Zeit. Warum kriegt der immer wieder sein Kopfchen hoch? Okay, also da habe ich ihn schon mal wieder gut gekriegt, aber... Wow, wow, wow. Wie, jetzt kommt was von der Seite. Ach, die Waffe hat keine Munition mehr. Scheiße. Alter, mit einer Shotgun auf die Range. Wow, getroffen. Boah, Alter, da kommt auf einmal einfach einer von hinten. Puh, der hat mich mega verarscht, der Typ, der von hinten kam. Der hat mich mega weird gemacht. Ja gut, oh man, come on. Guys, really? Ich weiß hier einfach nicht die richtige Taktik.
Alter, okay. Okay, Alter, da war ich einfach nur mega schlecht. Hab ich ja dreimal gefailt, obwohl er unmittelbar vor mir stand. Das war jetzt richtig scheiße. Das war einfach unnötig. Aber es war die richtige Taktik. So seitwärts, ein bisschen durchgehen, ein bisschen aufräumen. War nicht die schlechteste Taktik. Ich muss halt auch nur treffen. Wenn ich treffe, ist das schon eine gute Taktik, die ich gerade hatte. Alter. Scheiße. Ah, ich räum da immer so viele mit, wenn ich diese Angriffstaktik mache. Die läuft ganz gut bei mir. Ich räume da auch viele weg, aber irgendwann ist es doch zu viel. Dann stehen da hinten drei Stück oder sowas und dann hast du einfach keine Chance. Vor allem ein bisschen reines Rumgeknalle jetzt gerade. Das war schon wieder ein Schuss zu viel, den ich für den verbraucht habe. Ich darf nicht zu viele Schüsse verbrauchen. Sinnlos. Das ist einfach nur... Alter, okay. Dann habe ich den genau neben mir nicht angeschossen, sondern habe den geradeaus von mir abgeballert. Das war natürlich auch mega sinnvoll, Alex. Mega. Da habe ich einfach erst viel zu spät gesehen. Da habe ich schon den Schuss auf den anderen da vorne gesetzt. Und eine Shotgun hat natürlich auch immer so ein klein bisschen... Das war ein Schuss zu viel, den ich gerade schon wieder verbraucht habe. Ja gut, das war jetzt einfach nur scheiße. Ah. Ja, bleibt uns einfach nichts übrig, außer es so lange zu probieren, bis es funktioniert. Mit der Taktik, die ja wirklich gerade nicht so die schlechteste ist anscheinend. Ich komme ja immer noch einen Tick weiter als wie sonst und bringe immer einen Tick mehr Leute um, als wie ich mit anderen Taktik mache. Also scheint es wohl nicht die allerschlechteste zu sein. Wow, ich schluck hier teilweise. Ha, da wollte ich mich gerade hinter dem scheiß Schrank verstecken. Und dann hätte ich erstmal Zeit gehabt, um nachzuladen. Aber nein, da wurde mir nicht die Möglichkeit geboten, mich in dem Schrank zu verstecken. Also Unterstützung von meiner Kollegin habe ich auch nicht wirklich, ne? Vor allem irgendwie, die Täter konzentrieren sich auch so nur voll auf mich, weißt du? So null auf... Aua. Okay, Angriff ist wohl auch nicht das Beste. Da muss ich ein bisschen was... Ja, nee. Also ich komme eigentlich immer ganz gut durch. Erstmal, aber ich kann erstmal vier Stück wegräumen oder so, aber dann am Ende fehlt's einfach. Alter, von wo kommen die? Ist natürlich schon ein großes Problem, wenn man nicht checkt, woher die Schüsse kommen. Noch zwei Schüsse. Noch ein Schuss. Das ist meine Kollegin, ne? Oh, Granaten, das ist gar nicht gut. Ich krieg Hauptschüsse dazu bekommen, sehr gut. Alles okay.
Ja, wo geht's hier weg runter? Ach, da wo du bist, okay. Jo, wo bist du? Ach, hier. Boah, Alter, hier sind wir aber auch keinen Moment zum Durchatmen, ne? Runter wieder oder? Ah, hoch wahrscheinlich. Wäre logischer, wir kamen von unten. Haben noch zwei Kugeln, ist mir ein bisschen wenig eigentlich. Das war sinnlos verbratene Munition. Oh, ich hab. Ah, nee, ich bin auf meine erste Waffe gewechselt. Ja, er hat ganz schön geschluckt, aber nicht komplett, das ist das Problem. Na komm schon. Keine Munition mehr, das ist scheiße. Dritte Waffe. Taser, ne? Erste Waffe nix, zweite Waffe nix, dritte Waffe nix. Alter, nee, 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 der hat mich einfach mal weggeholt. Also hat einfach mal das Ding nicht geschluckt. Alter, what the fuck? Ist der immun gegen die Scheiße oder was? Das ist scheiße, wenn man keine Munition kriegt. Das ist scheiße. Die kriege ich aber auch nur, wenn ich die Leute... Okay, die müssen näher sein, dass das funktioniert. Na, kommt mal näher. Okay, also die Scheiße hat eine deutlich geringere Range. Das heißt... Wir müssen viel näher dran bei der Scheißwaffe. Weil das Ding eine übertrieben kleinere Range hat. Wir haben aber wieder hierfür Munition. Geil. Ich weiß halt nicht, inwieweit ich mich auch immer auf mein Scheißradar verlassen kann. Sechs Schüsse. Alter! Der hat mir direkt einen Instant reingedrückt. Alter Verwalter, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen von dem Teil. Yo, wahrscheinlich. Die Folge geht auch schon einen Tick länger, aber es ist wirklich krass hier, wie krass. Ich will es nicht teilen, weil es ja so ein etagenmäßiges Ding ist, aber... Dann macht's doch. Alter, nein, 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 nein.
Aber bei manchen brauche ich auch zwei Schüsse, das ist ein bisschen das Problem. Das ist ein bisschen Munitionsverschwendung. Na komm, um die Ecke. Danke für deine Munition. Leider keine für die Waffe, die ich will. Hierfür leider nix. Okay. Nein, leider nix. Alter, was haben die für Waffen? Die drücken mir zwei Schüsse rein, ich bin weg. Oder einen sogar nur. What the fuck? Was haben die da für Waffen, ey? Okay, das waren... Jeden Schuss, den ich verschwende, ist ein Tick sinnlos. Deswegen, eigentlich müsste ich mich viel mehr darum bemühen, dass die sitzen. Ganz gechillt, Alex. Ah, sehr gut. Na komm. Kopf raus. Kopf raus. Komm schon, zeig dein Köpfchen. Zeig dein Köpfchen. Ja, weg mit dir. Ja, ich weiß, dass ihr... Noch weiter hoch. Ja, klar. Oh. Habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles dir und Stoddard. Ich bin raus. Nimm das Ding runter. Dann reden wir über Stoddard, den Deal, was immer du willst. Verdammt, was sollte das, Stoddard? Habt ihr wohl das Leben gerettet, Mendoza? Er wollte sich ergeben. Lass mal, Partner. Für mich sah das gefährlich aus. Klar. Gefährlich, weil er über deinen Deal reden wollte. Vergiss es nicht. Scheißwertig. Nein, ich bin neugierig. Hat Nels irgendwas Interessantes gesagt, Nick? Wir können gehen. Hör auf deine Partnerin. Ist ein schlaues Mädchen. Hier, bevor die Spurensicherung kommt. Ich glaub's nicht. Für dich, Nick. Hast einen echt guten Job gemacht. Immer diese Form Moralvorstellungen. Also hat der Typ auf jeden Fall was damit zu tun. Das ist wohl klar. Und damit haben wir das dritte Kapitel abgeschlossen. Die Folge ging jetzt einen Tick länger. 34 Minuten genau zusammen oder 35 Minuten. Und dann würde ich sagen, was ist aber auch von dieser Folge und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.